zum Beispiel gegen ein afrikanisches Bauernsyndikat antritt, ist das wie wenn der Box-Weltschwergewichtsmeister Mike Tyson in den Ring geschickt wird gegen einen arbeitslosen Bengalen, ausgehungerten Bengalen. Und die Konzerne, die Macht der Konzerne heute auf dieser Welt drückt sich aus in einer Zahl, die die Weltbank letztes Jahr publiziert hat. Im letzten Jahr sind 52% des Weltbruttosozialproduktes, das heißt aller auf der Welt produzierten Reichtümer in einem Jahr, kontrolliert worden von 500 Weltkonzernen. Und diese Weltkonzerne, die funktionieren nur nach Profitmaximalisierung. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, der fast 300.000 Angestellte hat, auf den 5 Kontinenten tätig ist, über 8.000 Marken kontrolliert, ist Nestlé. Nestlé wird geführt, gegenwärtig, von einem sympathischen, braungebrannten Österreicher, der aber wiederum gehorcht der internen Logik des Konzerns, nämlich der wertneutralen Profitmaximalisierung. Und wenn er nicht jedes Jahr neue astronomische Werte für die Profite, für die Aktionäre schafft, dann ist er weg vom Fenster, dann wirft ihm seine riesige Macht, die er heute hat, über Hunderte von Millionen von Menschen auf dieser Welt überhaupt gar nichts. Profitmaximalisierung ist die mörderische Strategie der Konzerntyrannie auf dieser Welt. Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestlé-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27. größte Firma der Welt. Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut. Das ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich bis vor kurzem